Hallo Leute, willkommen zurück bei einer Runde DDD mit dem Onkel, dem Jaldeden, dem Tobi, weil sein Name so doof ist, und mir, dem Paul. Ja, Hallöchen. Hallöchen. Da war ich gerade endlich mal Twitter hier auf der Map und dann dachte ich mir ist so. Das, hä? Die Map sieht gerade aus wie hier GTA San Andreas. Ja, das ist San Andreas. Roof Street. Das ist San Andreas. Ja, cool. Alles klar. Hier, ich muss nur noch die Waffen suchen. Ich weiß nicht, wo hier welche liegen. Die sind so versteckt. Ich dachte, die habe ich gefunden. Und dann dachte ich mir so, oh, ja, könnte geil sein. Ja, vor allem, wir kennen uns hier alle aus. Außer, dass wir sonst nicht alle Häuser betreten konnten. Ehrlich gesagt, San Andreas war nicht unbedingt mein Lieblingsspiel. Och, geh doch nach Hause. Ehrlich. Okay, warum steht hier ein riesiges, fettes Error-Schild? Weil. Ach so, weil da bei dir irgendein Map-Ladefehler mit bei ist. Ah, hast du GTA nicht. San Andreas nicht. Hä? Was hat denn das mit dem Error zu tun? Hier ist nur so ein Error-Ding, das so aufploppt. Okay. Und das ist bei mir bei einer bestimmten Waffe, dieses Error-Ding. Es kann auch sein, dass die da liegt. Ja, die gibt's hier wieder, ja, natürlich. Ja, bei mir funktioniert aber die Waffe, die bei Paul ein Error ist. Die bei Onkel ein Error ist, so rum. Okay. Ja, dann hast du eine andere Error-Waffe. Error. Komisch. Ich frage mich gerade, ob man den Helikopter irgendwie starten kann als Trader oder sowas. Das finde ich auch geil. Man weiß nicht, ich bin kein Trader. Find's doch raus, Kevin. Ja. Ja, das stimmt. Aua! Aua, was war das? Das war die Disco-Granate. Alles gut. Die macht, ja kein, die macht doch keinen, die macht doch keinen Schaden. Der hat mich drin. Ich hab die gerade nochmal drauf geschossen, alles gut. Hä? Was war das? Was war das denn? Alter! Das war ein harter so ein. Okay, ich bin hier auf dem Klo. Ich bin auf dem. Ja, war klar. Sie in meine in Fleiße und Scheiße. Was? Ich bin auf dem Klo, ist Kevin in der Nähe. Mhm. Okay. Ich versuche gerade dahin zu kommen, dass man da, wie man da hinkommt bei dem Helikopter. Wie ein Fahrrad, kann man das Fahrrad benutzen? Ah, schade. Warum? Weil du Trader bist? Gesundheit. Ja, natürlich. Natürlich ist er Trader. Hallo Paul, hallo Paul, hallo Paul. Okay. Was ist denn da hinten drin? Hier hinten geht's nochmal in den Garten hier hinten, da wo sonst die Drogensüchtigen sind. Warum läufst du mit mir einfach hier hinter? Ohne Angst. Bist du Trader? Das. Bist du Trader? Lieber Paul, bist du Warum? Trader? Weil grundsätzlich auf jeder neuen Map Kevin Trader ist. Ach so. Weil ich das weiß. Das war ich. Schon. Aua! Ich hab nichts gemacht. Du Penner hast auf mich geschossen! Hier ist Fertilizer, hier kannst du deine Pflanzen damit. Der Penner hat auf mich geschossen! Du kannst gar nicht, ich hab das Fass angeschossen. Der Penner hat auf mich geschossen! Ich hab das Fass. Warum ist hier ein Grabstein? Das weiß ich nicht. Okay, ich fliege gerade weg mit dem Helikopter scheinbar. Obwohl ich ihn ja nicht sehen kann. Hier, ich hab. Komm mal her. Hier, Paul, guck mal, ich hab was für dich. Kevin? Ja. Hier. Oh, der hat eine Schaufel. Ich hab die Schaufel. Ja, da. Ich bin in den Helikopter eingestiegen. Oh Gott, eine Schaufel! Kannst du den Hä? Was? Echt? Hallo? Guck mal über euch. Hallo? Da ist Tobi. Tobi ist vor mir. Aber echt? Ich bin in dem Helikopter. Ich sehe den Helikopter aber nicht. Das ist irgendwie komisch. Was, kannst du echt mit dem Helikopter fliegen? Ja. Helikopter? Kopter? Kannst du auch. Tja. Also ich glaube, Kevin ist bestimmt Trader. Und das war eine Trader. Na, obwohl, das ist eine sinnlose Trader. Dann in die Garage und dann ist da so eine Hubrampe und dann müsst ihr dann über die Dächer. Oh, aber der Helikopter nee, geht bei mir so nicht. Das ist so anstrengend. Ah, jetzt habe ich es gefunden. Ach so. Und Paul, schieß mal bitte mit der Waffe. Paul, schieß doch mal bitte mit der Waffe. Na klar. Bitte. Was? Nee, nicht auf mich. Ha! Die Drecksau! Babygun! Wo ist er denn? Boah, ich hab's geahnt. Schon alleine, wo dieser Mistsack mit mir da hinten in den Hof gegangen ist, ohne Angst, weißt du? Du bist so früh rausgelaufen! Ich hab die Schieß mal mit der Waffe, ne? Aber geil, dass man hier den Helikopter nutzen kann. Ja, lass mich den auch mal benutzen. Warte mal, ich will auch mal benutzen. Also es geht ja nicht, wir müssen wie kommt man denn da rein? Du musst einfach nur reinklettern. Aber kann es also sein, mit dass Shift, der, Minim- also dass der Minimizer buggt, Kevin? Hä? Kann es sein, dass der Minimizer buggt? Ich weiß nicht, wieso? Ich habe nicht das Gefühl, als wäre ich kleiner geworden, als ich ihn benutzt habe. Ich glaube, das siehst du selber du auch, warst nicht jetzt so auch nicht. Du warst jetzt auch nicht klein. Ne, deswegen. Oder hast du ihn nicht richtig benutzt? Das weiß ich nicht, ich war ja beim Weglaufen. Da standen ja Menschen hinter mir, die haben mich geschossen. Das? Wie funktioniert das denn? Hm? Wo du gemeint hast, mit dem man da reinkommt. Achso, du musst einfach nur ducken und springen. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Um über die Mauer zu kommen. Ja, wie komm ich da? Waffentechnisch ist, man muss ja echt ein bisschen gucken, ne, am Anfang. Ja, hier ist echt wenig los.
Kann man die eigentlich durchschießen? Ich weiß aber auch nicht, wie es ist. Hey, ja. Ich flieg jetzt auch mal mit dem Hubschrauber. Als ich Twitter war, es gibt hier, glaube ich, auch Twitter-Fallen, ne? Weiß ich nicht. Ja, es gibt eine, die in der Mitte. Da geht dann der Gulli auf. Ha, ich flieg jetzt auch. Na. Warum siehst du den Helikopter nicht? Ich sehe den Helikopter. Ja? Also ich kann dem hin und her laufen. Hm. Also bei mir ist er stehen geblieben, der Helikopter einfach. Und ich bin so rumgeflogen. Cool. Bei dir sehe ich den Helikopter jetzt auch. Yay, ich fliege Helikopter. Da sitzt ja sogar ein Flieger. Onkel Strader, ja. Onkel Heli, Onkel Strader. Nee, ich hab versucht mal den Piloten abzuschießen, geht nicht. Da sitzt auch ein Pilot drin. Oh, das ist echt geil, ey. Und da hinten steht ein Fernsehwagen, ob der noch was zu bedeuten hat. Hallo. Oh, Entschuldigung, ich dachte nicht, dass ich treffe von hier. Oh Gott. Alter, Onkel, du Sack. Onkel Strader. Nein, bin ich nicht. Onkel ist wirklich Strader. Nein. Eiskalt Strader. Alter, ist eiskalt, hat er mich voll der Strader-Move. Warte mal, lass mich erstmal lang. Warum? Ich hab gesagt, ich bin kein Strader. Jetzt hab ich hier ein Vieh drin, Alter. Du musst ja erstmal hier, mal gucken. So, ging das jetzt so? Warte mal, wie muss ich das jetzt? So, genau. Jetzt geht's bei mir auch mit dem Helikopter. Ne? Jetzt geht's. Alter, dann wirf mir was rein, einfach. Das war eine Disco. Trotzdem, hier bin ich rausgeflogen. Der wollte mich töten. Gar nicht. Nein. Ja gut, aber du hast es auch verdient. Ich wollte ja mal gucken, was passiert, wenn... Dann bin ich hier rausgeflogen, das war ja... Aber sind die jetzt alle drei da oben drin? Nein, nö, ich laufe gerade hinter... Wen laufe ich denn her hier? Mit so einem Wasserweitfall. Der Paul zielt erstmal fett auf mich hier, ne? Ja. Wenn da so ein Kevin so in so einem Dingens mit einer Babygun hängt? Natürlich, ich habe auch eine M16 in der Hand, ne? Briefkasten, passiert nichts. Los, wieder starten, wieder da! Ja. Flieg weiter! Ich will hier nicht landen! Kriegt mich nie! Der Tobi? Irgendwo ist er hingelaufen, der Tobi? Da ist er! Hallo auf, Tobi! Ja. Okay. Tobi? Ja. Okay, Onkel? Tobi? Onkel! Ja, was ist denn? Hast du den getötet? Ja, hat er. Der ist Arsch, Alter! cooler Move, Kevin! Such mal den Tobi, ich hab Angst. Der Onkel ist so ruhig. Und die sind vorhin hintereinander hergelaufen und hatten sich lieb. Ja, wir müssen erstmal. Kevin? Was, bin ich gerade geschossen? Ich habe keine Schrotflinte in der Hand. Dann weißt du, wer geschossen hat. Ja, kenn das nicht. Nee, hast du wirklich nicht. Nein, hab ich nicht. Ich habe eine Huge in der Hand. Ich mach rat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 . Oh, scheiße. Du bist gefallen. Nein! Wo ist der kleine Mistkunde? Komm, Tobi. Tobi, ich will dich. Der war gut. Die ganze Zeit hat er dich schon. Da war die ganze Zeit hinter deinem Rücken. Wie hinter der kleine Lump da einfach im Busch sitzt, ey. Ich hab die ganze Zeit da unten gesessen und dachte so, wenn ich jetzt mit der Shotgun schießt, sieht man das. Wenn ich aber mit der Fiegel schieße, wird er vielleicht nicht mit Eck mitkriegen und guckt die ganze Zeit so hin und her, wo schießt der denn? Ja, ich hab erstmal oben geguckt, weißt du, und nicht da unten im Busch. Das nächste Mal sollte ich mit der Argumentation spielen, ich hab Zeit. Ich hab dir versucht hinterher zu rennen und dachte ich so, oh fuck, wenn ich jetzt in dem seine Richtung renne, Tobi ist es, da ist. Tobi ist es. Ja, Tobi ist es. Ist es, genau. Es kam aber einfach so blöd von mir. Paul redet mit mir und dann auf einmal so gar nichts mehr.
Ja, die Situation, die war so ein bisschen unüberlegt. Aber er hat sie gewonnen, von daher, was willst du? Ja, ja, er hat sich gut durchgesetzt. Warum kommt er jetzt hier nicht durchs Fenster durch? Ging noch vorhin, ich bin doch nicht auf einmal fett geworden. Das denkst du. Dazu sag ich jetzt nichts. Oh Mann, ja, ich bin schon wieder unschuldig, also innocent. Schon wieder Twitter, ne? Ich muss mal, bei mir steht nämlich alles auf Deutsch, von daher dieser Trick mit diesem innocent rückwärts ist nämlich dämlich, das wird er nie überlegen. Ja, das lassen wir einfach sein. Ja, weil ich hab's Deutsch. Ja. Deutsch. Wer ist das? Wer will da? Kevin, verpiss dich. Warte, lass mich herein. Okay. Ja. Ah, das? Okay, bitte, warum? Das wird ziemlich schwer sein mit der Schippe. Schaufel! Schaufel! Wegrennen! Alle weg! Dschihad-Schaufel! Nein, meine Waffe! So ist meine Waffe! Dschihad-Schaufel! Warte, ich werde mich wehren. Warte, ich werde mich wehren, sobald ich irgendwas finde. Okay. Ich will wieder hinterher rennen. Rentner-Duell da. Warte, ich habe eine viel geilere Waffe. Ich habe eine Räderwaffe. Kevin? Ja? Guckst du dir das Spektakel auch an? Nö. Oh, die hauen sich da... Ja, ich habe eine Räderwaffe. Er ist gerädert. Hä? Geh weg! Ich muss auch mein Rad nehmen. Ich habe ein Rad für dich. Paul, ich habe ein Rad für dich. Oder... Ja, nee, das ist ja Tobi. Tobi, ich habe ein Rad für dich. Oh, wir sind doch bescheuert. Okay, Kevin, wenn wir jetzt noch eine zweite Schaufel haben, können wir Parshitten. Kevin, ich habe gedacht, du bist der Meister der Schlechten. Was ist... Ich war die ganze Zeit angekackt. Was ist jetzt passiert? Hast du die pure Futzgranate genommen oder was? Nee, ich hab mich mit meiner eigenen Traitor-Falle umgebracht. Wir sind auch alle gestorben. Hä, ich belebe noch. Ich bin gestorben. Auch noch. Ja, weil du in der Nähe von dem Haus warst, wo ich die Falle aktiviert habe. Ich hab eine Traitor-Falle entdeckt, deswegen. Ach so. Alter, ich wollte gerade sagen, was war das denn? Ja, ich hab das jetzt nicht gerafft, aber mal. Ich hab gedacht, die endet einfach irgendwann, aber das war nicht der Fall. Ich hab irgendwo Schaden gekriegt, das heißt, das Haus ist sehr unsicher. Ich kann da reingehen, meine Waffe holen, sollte es dann aber schnellstmöglich wieder verlassen. Ja, wenn super, da jemand aber die Traitor-Falle anwirft, habe ich ein Problem. Das Doofe ist, wenn man wie ich natürlich nie Trader ist, dann kann man das dann weiß man hier nie, wo irgendwas ist. Dann rennt man in jede scheiß Trader-Falle rein. Hallo, Kevin. Ja. Warte! Eine Granate ins Gesicht. Boah, ich bin schon wieder innocent. Mein Gott, das nervt. Onkel ist Traitor. Nein, bin ich nicht. Nein, ist er nicht. Ey. Achtung. Warum ballerst du Fässer an? Weil die kaputt sein sollen, dass der Traitor sie nicht nutzen kann, wenn ich vorbeilaufe. Ganz einfach Sache. Onkel ist Trader. Was? Immer. Warum? Auf jeden Fall ist er Trader. Wieso? Ich war noch nie Trader. Einmal war ich bis jetzt Trader. In den ganzen Wir können Runden. Das doch ganz einfach testen. Wir laufen einfach alle nach und nach mal über den Gullideckel. Okay, was ist das eine Trader-Waffe? Ja, der Gulli ist eine Trader-Waffe. Die Echt? Dann auf. Ja. Siehst du? Und jetzt weißt du, ich bin kein Trader. Das Onkel läuft drüber. Jetzt kannst du mich mal. Irgendjemand hat die geöffnet. Die kannst du Kevin? Die kannst du über die ganze Map öffnen. Na klar. Vor allem ich weiß, Tobi steht hier auch noch rum. Ja, aber du kamst dazu. Und Tobi ist. Und Paul steht da hinten, hätte die auch aktivieren können. Okay, keine Ahnung. Stimmt ja gar nicht. Ich ja klar. Stimmt, da steht da oben. Ich hab gedacht, mich reizt das jetzt aber auch gerade so. Ich hab jetzt gerade deinen Kopf so im Visier. Du, wenn du einmal schießt, hast du einen Sitzen. Wenn ich einmal schieß, bist du tot, mein Freund. Stimmt, das ist tot, wenn danach. Also, ein bisschen hat ab und dann abends der Kevin, weißt du? Was? Oh, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Aber er hat recht, Kevin. Lebt damit. Nein. Der Kevin geht in die Garage. Der Kevin geht in die Garage. Ich gehe jetzt rein. Achtung.
Ah! Hab ich mich jetzt selber? Ah, ich hab mich selber. Aua, aua. Wolltest du mir abballern, oder was? Nein, ich wollte die. Ich mach doch erstmal. Nein. Ich wollte die Fässer. Tobi, guck mich nicht so an, Tobi. Ich bin fässergeil. Ich sehe, dass du da eine Granate reingeschmissen hast, also von daher. Ich verrate doch nicht alles. Echt? Dann ist Paul Trader 100 Pro. Die Tür ging auf und ich hab einfach meine Nate geworfen, weil ich gucken wollte, ob ich damit was treffe, ob die überhaupt Schaden machen. Ja. Ah, okay. Boah, was war das? Das war eine Granate. Das war ein Fass. Guten Tag. Guten Tag. Ich muss mal. Ich muss mal auf. Wir hatten da gerade angefangen zu bluten, welche Sau. Ich. Also, ich hab keine Ahnung. Der Onkel. Na. Doch, Onkel, du bist. Das kommt im Alter. Das kommt im Alter. Was ist. Das passiert dann. Aber hinten raus? Da sind die geplatzten Hämorrhoiden. Mhm, da, wo genau. Du rausläufst, da ist irgendwas falsch gelaufen. Okay, das ist mir jetzt zu anstrengend gerade hier. Der Kitten jetzt, das macht mir irgendwie Angst. Der Tobi macht mir am meisten Angst, weil der ist immer am. Hä? Warte mal, ich hab jetzt. Wo? Was war denn das? Jetzt hat gerade geleckt. Alles gut, hat nur geleckt. Da ist was explodiert. Der Kevin und der Kevin. Der Paul und der Tobi. Mein Gott, Namen. Kevin. Ich muss unbedingt. Deswegen sage ich so oft die Namen, dass ich mir die endlich mal einbringe. Ja. Tobi. Kevin? Ach so, ja, Kevin, wo ist er eigentlich? Ja, Kevin. Wo ist denn der Alpha Kevin? Das wollte ich damit sagen. Ich würde behaupten, der Alpha. Entweder ist der Alpha Kevin ruhig oder der Alpha Kevin ist tot. Oder? Ey, Kevin. Aber passt auf Leichen auf. Kriegt die nicht gleich an. Ich schwöre euch, der letzte. Onkel? Ja, ich hab ihn fast zerstört. Ja, er hat ihn fast geballert. Achso, du weißt. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie. Das ist. Also Kevin ist vor uns. Nee, das war ja schon vor uns, war zum Hubschrauber, das war ja schon länger her. Also, sobald ich Kevin sehe, töte ich ihn. Ich glaube, der liegt schon irgendwo tot rum und ist jetzt so zum Kuscheln bereit. Oder meinst du, der hat sich mit dem Fass hochgesprengt? Weil es ja vorher war ja. So blöd ist doch Kevin nicht. Was? Es ist immer noch ein Kevin. Ja! Alter, dieses Haus ist das geilste Massaker. Was ist das denn? Ein Traitor-Falle. Liegt so ein Emmer-Ding hinterher. Da ist ein Frosch. Da wird jemand von einem Frosch verfolgt. Irgendjemand hat eine Froschwaffe benutzt. Warte Wer mal. Von euch hässlichen Kindern hier, hat Frosch? Hier ist Paul. Da ist Tobi. Wo ist Kevin? Tobi, hast du die Froschgranate ausprobiert und warum hast du dann auf einmal den Desert Eagle in der Hand? Ich hab die ganze Zeit die Eagle in der Hand. Ich bin da rein und der Frosch kam mir entgegen. Da steht dick fett Error. Na greif. Also der Kevin ist hundertprozentig. Der Kevin ist hundertprozentig, Dings, Trader. Der sagt bloß nichts. Wir müssen ihn bloß erstmal finden. Bloß ihr lenkt mich immer ab hier vom Suchen. Hä? Warum ist denn hier das Klo hat ein grünes Licht? Warum? Ah, weil es auf ist. Ah, also kann man. Oh. Ich habe Schüsse gehört. Wer war das? Warum bist du eigentlich wounded? Jetzt? Ich? Wegen diesem scheiß Frosch? Ah, okay, ihr lebt noch beide, gut. Aber greifen die Schildkröten auch Trader an? Ich glaube ja. Ja, dann lauf doch mal hin. Aber wo ist denn. Los, Paul, lauf hin. Nee, ich möchte mir das jetzt hier nicht so. Ich möchte lieber hier bei dir bleiben. Ja, Paul, auf jeden Fall. Ich bin offen. Such Onkel, du suchst jetzt mal die Leiche von Kevin. Ja, suche ich doch schon die ganze Zeit. Aber hier ist. Aber warum? Da vorne ist Paul? Hä? Das kann ich, bin jetzt schon fast die ganze Map abgelaufen. Oh! Hä? Was war denn jetzt? Warum schreist du mich so an? Tobi? Paul? Tobi, du bist noch da. Ja. Tobi, du Sau! Warum? Warum schießt du auf mich, du. Du weißt doch, dass es Kevin ist! Ach. Okay, ich hätte es jetzt aber auch sein können. Ich verstehe deine Misere.
Kevin, wo bist du? Das war so geil. Ich hab Paul gerade mit dem Schaf getötet aus dem Fenster raus. Okay. Ja, und er schießt auf einmal auf mich. Ich dachte, das bist du. Ich konnte den Namen so schnell. Nein! Oh! Ich wollte ihn erstmal einen Boomerang töten. Der war echt scheiße, aber gut. Der war scheiße, aber gut. Boah. Ich muss erst mal ein Fenster suchen. Mal, Alter, mit meinem kommt da so ein Vieh an. Ich hab gedacht, das wäre ein Teddy. Und dann so von der Seite. Ich hab einfach nur dieses Bäh gehört und dachte so, was ist das denn, ey? Und dann dachte Mann. Ich zuerst auf einmal, Onkel wollte uns die ganze Zeit nur verarschen. Ich fand es irritiert, dass er auf einmal rausgekommen ist und von Fröschen verfolgt war. Wo ich dachte, ja. Ja, ich kann noch nicht mehr raus, deswegen. Alter, diese Frösche, die sind ja schon echt kriminell. Ich wurde einmal von dem Frosch gehen und hat nur 60 HP. Ja, Vater, da kommen ja echt einige, ne? Warum ist mein Karma eigentlich gefallen? Achso, weil ich euch, glaube ich, angehittet habe, ja. Wo sieht man das Karma überhaupt? Wenn du Tab drückst. Dann jetzt habt ihr da Karma. Den armen Mann, warum habe ich denn so wenig? Warum habe ich so wenig? Weil du die falschen umnietest. Ja, weil er auf mich geschossen hat. Warum sinkt dann bei mir das Karma? Ich kann doch nicht sagen, hey, ich weiß nicht, ich bin ja übelst am Rasieren, fällt mir mal gerade so auf. Das war richtig schön, weißt du, richtig schon Verwirrung stiften nochmal von drinnen. Übelst am Rasieren hat mir gefallen. Hä? Warum kann ich denn die Waffe nicht aufheben? Ich also bin schon wütend. Mann, ich will auch mein Trainer sein. Boah, ich hab da erstmal so einen Boom-Buddy reingelegt, ne? Extra. Und dann die Turtles. Ich dachte, einer wird schon die Turtles irgendwie mal abschalten und dann. Okay, ich sehe Onkel, ich sehe Kevin. Ich weiß, ich bin innocent. Ich glaube Onkel, dass er nein, ist, dass er nicht Traitor ist. Ja, bin ich. Das bedeutet, es ist Kevin oder Tobi. Was haben die Ratze gewumst? Ja, das Kevin war das Fass. Schon wieder der Hund. Achso, das ist ja Paul ist ja. Paul ist bei Paul, 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 Paul. Ich bewerb dich gleich mit dem Fahrrad. Das hab ich ja, da hast du auch einen guten Rat für mich. Mal guck hin. Wer ist das da? Ein Zaun. Wer ist das? Wo? Was hast du denn da für eine Waffe in der Hand? Bitte den Hilfe denn. Oh, er hat so eine Glock in der Hand. Das. Also er scheint ja die Waffe gewechselt zu haben, oder? Ja, hat er auch. Naja, dann. Tobi? Ich jetzt verarscht. Ja, das ist ein typischer Fehler, mein Freund. Typischer Anfängerfehler, habe ich mal gehört. Tobi, warte, warte. Tobi. Du brauchst gar nicht die Tür zuzumachen. Warum hast du die Tür zu? Ich glaube voll Tobi ist es. Tobi. Guck mal, wie er aussieht. Hey. Hey. Ey, Mann, Gott, musst du mich blocken? Das hat gerade so gespannt. Ist wie so ein Spiegelbild hier. Kevin. Paul. Geh mal da hinten, ist dein Spiegelbild. Kevin, wir haben Hitler. Also, okay. Warum hast du. Warum hat sagst keine du. Waffe in der Hand? Hast du geschissen gerade? Warum hat Onkel eigentlich keine Waffe in der Hand? Das ist ja wirklich ein Spiegel. Mein Gott, jetzt bin ich erschrocken. Oder war das jetzt. Nee, das ist wirklich ein Spiegel. Gut. Na, Tobi? Na? Ich hab, glaube ich, eine Waffe in der Hand. Ich hab die ganze Zeit eine Schrotflinte in der Hand. Na, Kevin? Was macht der Warum hab ich jetzt? Jetzt habe ich gerade irgendeine komische. Ich war gerade bei irgendjemandem Kind. Rennen gesprochen. Rum. Also, das bist du. War nicht gerade noch Tobi hier? War gerade irgendwo bei irgendjemand. Der ist irgendwo da lang weggelaufen. Hat irgendjemand im Hintergrund kleine Geschwister oder sowas? Weil ich gerade ein Kind gehört. Ich habe auch was gehört. Wahrscheinlich eine Babygang, weil ich dann daneben geschossen. Meinst du? Ich habe es aber auch gehört. Das ist hundertprozentig Tobi. Alter. Das ist eigentlich dieser Arsch. Diese Antwort, das zweite das Mal. Der erinnert mich an mich. Es wird 100%, also ich aber sagen, es ist Onkel, weil der mal so scheinheilig die ganze Zeit rumheult, der ist kein Traitor. Ja, na und, weil ich kein Traitor bin. Ganz einfach. Scheinheilig. Gib dir gleich mal, jetzt komm ich da hoch und mach dich kaputt. Scheinheilig oder was hier? Warte, ich komm mal mit. Mach ich kaputt. Boah, ich erschrecke mal vor meinem Spiegelbild, Alter. Aber der war doch hier vor uns, oder? Wo ist der schon wieder raus, bestimmt, ne? Ich glaube, der ist rausgerannt. Ich glaube, der ist irgendwo nach hinten gelaufen. Oh, okay. Da kommst du aber nicht raus, oder? Nee, er ist ja rausgerannt. Ich glaube, der kann ja auch hier durchs Fenster gerannt. Ach ja, sein. Stimmt. Der kann ja durchs Fenster raus. Da ist Kevin. Ja, und Kevin, hier bringt dir keine Jihad-Bombe. Du verlierst trotzdem.
Kevin? 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 Ach, schön, ich will sein. Wer ist denn überhaupt drinne? Da drinne ist Paul. Nehme ich halt den Fallschaden mit. Kevin braucht Kokosnussöl. Warum hat der Tobi gerade so gemacht? Was hat Tobi auch hier drin? Der hat ja mitgekriegt. Nee, der ist da nicht mit drin. Ich such den nur gerade. Ah, der hat gerade sogar. Ja, meinst du, Tobi ist es jetzt, ne? Alter, wollt ihr also mich eigentlich die ganze Zeit verarschen? Warum sagst du das eigentlich? Das ist ja eigentlich so dein Standardtext, oder? Nein, weil ich die ganze Zeit nur sag, ich schwär's. Ja, du bist der Einzige, der. Ich hab die ganze Zeit so zum Scheitern mit euch rum. Natürlich. Da ist er, ich hab ihn gefunden, er ist auf der Garage. Ah. Der sitzt auf der Garage. Was sollt ihr alle von mir? Na gut, 5 Minuten sind noch eine lange Zeit. Mein Gott, Traitor. Mehr dich aus. Ja, komm, ich teile mal ein bisschen die Gruppe hier. Ich weiß, im Kühlschrank kann ich aufmachen? Paul? Hallo, Paul? Ja, hallo, ja. Paul. Ich würde gerne bei dir bleiben. Irgendwie habe ich Angst. Ja, warum würdest du denn gerne bei mir bleiben gerade? Warum hast du immer vor mir keine Angst? Du bist so alt. Weil du immer so scheiße. Was? Das hast du jetzt gerade nicht gesagt. Oh, Entschuldigung! Ich bin's nicht! Was macht ihr denn da? Oh Gott, das ist Paul. Oder? Tobi kennen die auch benutzt haben. Lebt noch einer? Paul? Oh. Ich hab keine Ahnung. Ich bin aus Versehen auf den Knopf gekommen und dann ging's. Dann ist einfach Paul umgefallen. Ich hab doch gesagt, es ist so. Du hast mich absichtlich abgeknallt. Nein! Ich wollte andeuten, ich wollte neben dich schießen, klar, aber trotzdem. Boah. Ja, aber super Runde. Wer war's denn jetzt eigentlich? Tobi, oder? Tobi. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, dann ist das doch. Okay, also wollt ihr mich verarschen, ist dein Standardsatz, wenn er Trader ist. Okay. Genau. Nein, wenn er dabei noch nächste Runde lacht. Ja, genau. Also dann bis zur nächsten Runde. Tschüss. Ciao. Tschüss.